Gehirn hat null, null Interesse daran, Energie zu verschwenden. Gar nicht. Jahrtausende lang war Energie kostbar für uns. Wir haben diesen Kühlschrank, der gut gefüllt ist, den haben wir noch gar nicht so lange. Wir sind voll darauf eingestellt, Kalorien zu sparen für wirklich schlechte Zeiten. Und Nachdenken kostet Energie. Das Gehirn ist das Organ, das die zweitmeiste Energie verbraucht. Und man kann auch tatsächlich den Kalorienverbrauch bei bewusstem Denken, kann man messen, dass der hochgeht am Blutzuckerspiegel und auch am Atem. Das ist Wahnsinn. Und deswegen sagt unser Gehirn, nee, komm, lass mal auf Autopiloten durchlaufen. Und deswegen galoppiert unser Gehirn zwischendurch immer mal davon. Und was da passiert? Wir haben ganz viele Automatismen. Unser Verstand funktioniert über Erkennen und Bewerten. Das heißt, auch wenn wir zuhören, gucken wir immer, kenne ich das, hm, ja, nein, durchlaufen lassen. So funktioniert das. Das Gehirn gleicht ständig ab. Es erkennt Dinge und bewertet sie. Und dann lässt es weiterlaufen. Dann geht eine Reaktion durch. Das ist ein ganz normaler Prozess. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Stellen Sie sich vor Ihnen liegt ein Objekt, das ist ungefähr so groß. Man kann es leicht zusammendrücken, ist nicht besonders schwer. Ich bin nicht gut mit Kiloangaben, aber ich würde sagen, wie kein Kilo. Wenn man es einmal so auf den Tisch knallen lässt, dann schnellt es ein bisschen zurück. Es lässt sich, wie gesagt, leicht zusammendrücken. Es klebt ein ganz wenig und hat einen leicht chemischen Geruch. Es ist rot. Was könnte das sein? Ein Ball. Ein roter Gummiball. Das ist der Prozess Erkennen und Bewerten. Das, was mache ich mit diesen Informationen? Beziehungsweise ist der Erkennenprozess. Bewerten kommt danach. Wenn bei uns im Vorgarten dieser Ball liegt, dann kommt unser Nachbarsjunge, nimmt den Vollspann und zimmert den bei sich im Garten. Kleiner Fußballspieler. Findet er super. Das ist die Bewertung des Balles dieses kleinen Jungen. Wenn mein Sohn da kommt, dann geht er daran vorbei. Der hat es nicht mit Fußball. Der findet das doof. Der spielt Gitarre, aber ne, hat auch irgendwann mal gesagt, Mama, ich habe das nicht mit Bällen. Finde doof. Nicht sagen. Wenn ich diesen Ball sehe, fange ich sofort an, hinter meinem Mann hier zu brüllen. Er soll den blöden Ball wieder aus dem Vorgarten nehmen. Er weiß doch, dass die Hunde den sofort kaputt machen. Es geht nur um einen roten Gummiball. Und es gibt drei komplett verschiedene Bewertungen dazu. Jetzt überlegen Sie sich mal, ich weiß nicht, wie viele Leute hier sind, irgendwas um die 50, wie viele Bewertungen auf diesen Vortrag heute liegen. Und das hat gar nichts damit zu tun, was ich Ihnen erzähle. Das hat was damit zu tun, was in Ihren Köpfen ist. Wir hören nur das und wir verstehen nur das, was in uns schon angelegt ist. Das ist ein wahnsinnig spannender Zusammenhang. Ich raste jedes Mal aus, wenn ich das erzähle. Das ist irre. Das heißt also auch, wenn Ihnen jemand seine Meinung sagt oder eine Idee präsentiert, auch in der Schule zum Beispiel, dann gucken Sie, wie finde ich denn die Idee? Sie gucken nicht, ist die Idee gut? Tun Sie nicht. Selbst wenn Sie noch so neutral sein wollen, weil Ihnen das nicht bewusst ist, weil Sie da eine unbewusste Inkompetenz sind, ist ja auch in Ordnung.
Dinge falsch verstehen kann. Und was unser Gehirn macht. Ja, wenn Sie sich mal den Spaß machen wollen, im Internet Agathe Bauer eingeben, die besten Verhörer, Sie werden einen wahnsinnig tollen Abend verlieben. Wenn Sie nur das heute mitnehmen, dann reicht mir das auf jeden Fall schon. Aber genau das passiert. Wir gleichen ab und selbst bei deutschen Liedern, das war der Thomas Kaiser so viel Schnitzelwagen, selbst da kriegen wir es nicht gebacken. Es gibt eigentlich ein wunderbares Buch von Axel Hacke, das heißt Der weiße Neger Wunderbar. Da geht es auch nur um Verhörer. Und da geht es auch, also da wird einem ganz, ganz bewusst und ganz deutlich klar, dass wir nur das hören, was mit uns in Resonanz tritt. Es gibt ich liebe eine Stelle, die heißt Kriech nicht da rein. Und es ging um den deutschen Schlager griechischer Wein. Und den hat jemand gehört, damals noch in der DDR oder in der Nähe vom Tal der Ahnungslosen, also wo man keine Westsender hören konnte, fuhr dann zu Bekannten und hörte da dann griechischer Wein. Das ist das Blut der Erde als Kind. Und hörte dann halt die ganze Zeit, kriech nicht da rein, das ist das Blut der Erde. Ich meine, macht Sinn, da damit reinzukriechen. Weil griechischer Wein war keine Referenz in diesem Verstand. Deswegen konnte das Kind es nicht verstehen. Und also, ne, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele zu. Deswegen machen Sie sich das immer bewusst. Oder auch, wenn Sie mit jemandem sprechen und der guckt Sie an, so, die Augen sind ganz leer oder große Fragezeichen drin. Überlegen Sie nochmal kurz, vielleicht ist das nicht auf Resonanz getroffen oder nicht auf die richtige Resonanz, was ich da erzählt habe. Es geht ja nicht nur um Sie, wenn Sie zuhören, sondern es geht auch darum, vielleicht kann der andere gar nicht reagieren. Darauf kommen wir gar nicht. Wir lernen kommunikativ ganz viele tolle Sachen, ne? So wie wir uns besser ausdrücken, paraphrasieren und ach mein Gott, also was es da alles für großartige Sachen gibt. Aber denken Sie mal